Nee, haben sie alles rausgenommen. Frechheit. Oh, und das alles um den letzten Dead Ra- Oh, Alter. Warum sind Gegner so scheiße hartnäckig? Kann mir das mal jemand erklären, warum Gegner so hartnäckig sind? Kann mir das mal jemand erzählen? Geht doch. Meine Fresse, ich dachte, die lassen mich gar nicht mehr in Ruhe. Ja, ich weiß, ich habe jetzt dadurch wahrscheinlich ein hohes Kopfgeld, das ich bezahlen muss, aber das ist dann halt so. Ja, 120, Infamie 9. Ein großartiger Erfolg, Sterblicher. Und wie es scheint, habt ihr euch den Feierlichkeiten angeschlossen. Gut für euch. Seid doch etwas fröhlicher. Ihr findet eure Ausrüstung in der Kiste dort. Ah ja. Und das ist für eure Mühen. Vielleicht feiern wir irgendwann wieder einmal. Danke, erstmal nicht. Blutige Rose hinzugefügt. Sanguin war zufrieden mit meinen Bemühungen. Er hat mir zur Belohnung die Sanguin-Rose gegeben. Ich darf mir aus der Truhe hier meine Habseligkeit zurückholen. Ja. Das mit der Truhe war neu, der Rest, naja. Gut, wir haben jetzt 120 Gold Strafe. Die bezahlen wir auch gleich. Wir kehren jetzt erstmal zu unserem Turm zurück. Werden das, was wir nicht brauchen, werden wir einlagern. Einschließlich unsere normale Ausrüstung, die wir hier haben. Oh weia. Oder ich versuche mein Glück bei der Korollstadtwache. Mal sehen, ob der mich nochmal unterstützt. Ich bezweifle das zwar, aber man weiß ja nie. 27 Pfeile nur. Darf man keinem erzählen eigentlich. Ja, das habe ich mir gedacht. So. Okay, schnell speichern. Falls sie mir irgendwas abnehmen, was ich behalten möchte. Jetzt gehen wir erstmal zum Eiszackturm. Wie gesagt, alles, was wir nicht brauchen, einschließlich Daedrisches Artefakt, weil die Wachen haben leider in Elder Scrolls gerne mal die Angewohnheit, mehr mitzunehmen, als sie eigentlich dürfen. Also eigentlich sollen sie nur das Gold abnehmen und dann eben halt geklaute Sachen beschlagnahmen, aber die beschlagnahmen teilweise wesentlich mehr. Die nehmen dir teilweise auch Sachen ab, die du eigentlich total brauchst. Und das finde ich nämlich fies. Tatsächlich. Aber was machen die Wachen leider. Deswegen bin ich dann so ein bisschen vorsichtig. Ich werde mich, wie gesagt, gleich einer Wache in Koroll oder so stellen. Dann werde ich ja gucken, ob ich dann Glück habe. Ob der jetzt freiwillig sagt, Mensch, ich bezahle die Strafe für dich, aber es ist das letzte Mal oder so. Ne? Oder ob es heißt, nee, jetzt bezahle ich nicht mehr, das sehe ich nicht mehr ein. So, das sind Schilde, das sind Stiefel. Wo sind denn die Helme? Das sind die Stäbeln. Stab hatten wir doch auch. Stab des Feuers. Ich weiß, wahrscheinlich habe ich den schon, aber ist ja auch egal. Handschuhe. Beinschienen. Das ist der Harnisch. Ich wollte die Helme haben. Da sind die Helme. Dann können wir den nämlich reinlegen. Genau. Schwarzes Band. Das tue ich mit zu der Kleidungsgeschichte. Das ist Sonstiges. Haben wir noch irgendwas Sonstiges, was wir entbehren können? Seelenstein. Ja, die Fackel. Und die Steine, genau. Die Waage behalten wir auf jeden Fall. Ich hoffe, die nimmt mir die Wache nicht ab, weil sonst kriege ich die Krise. Das ist nämlich ein stärkendes Artefakt, wie ihr wisst. Würde ich gerne behalten. Leidensdorn. Die kann ich nicht rausnehmen. Dann fügen wir die noch hinzu. Das ist, haben wir erbeutet im Kampf gegen die Goblins. Bögen. Haben wir einen magischen Bogen? Nein. Aber wir haben Pfeile, die da rein können. Auf Wiedersehen. Genau, Stahlpfeile haben wir ja einige verbraucht, deswegen haben wir auch so wenige. So, der Seelenstein kommt hier rein. Tränke. Habe ich irgendwas Giftiges? Nein, aber wir haben normale Tränke und zwar eine ganze Menge davon. Ich bin mal gespannt, was sie mir gleich alles abnehmen. So, das ist das. Gut, mehr haben wir auch nicht. Dann eben halt noch den Fusel, den wir noch bei uns haben. Was haben wir denn hier? Die beiden hier, die kommen da rein, glaube ich. Ist das so? Ja, das ist so.
Da haben wir Schattenbannwein, da kommt nichts rein. Haben wir Met dabei? Nein, wir haben Bier, billigen Wein. Dunkelbier haben wir hier. Und da haben wir das normale Bier. Okay. Dann haben wir das schon mal. Hier noch irgendwo einen Behälter, den ich so nutzen kann? Nee, leider nicht. Ist echt blöd, dass du so wenig Behälter hier hast. Ist echt blöd. So, Kleidung. Also, ja, die Schattenschrift muss ich gleich noch ablegen. Genau, das. Das kann ich ablegen. Ich habe jetzt gar nicht genau geguckt, was das war, aber ich lege es trotzdem einfach mal ab. Passt schon. Genau, das muss ich gleich auch noch anlegen. Der kommt da rein. Und das war es so ziemlich auch schon. Das sind Waffen, die können wir verkaufen. So, die Zutaten. Meine Güte, scheint ja einiges an Gewicht einzunehmen. Oh ja. Das hat gerade eine ganze Menge Gewicht eingenommen. So, das alles da rein. Finde ich ja schade, dass man sich mit den Brüdern, nur weil man denen das im Nachhinein sagt. Wahrscheinlich hätte ich das währenddessen machen sollen. Während wir das Schwert dabei haben, hätten wir denen das dann erzählen sollen und das denen dann als Beweis zeigen sollen wahrscheinlich. Und das habe ich dann natürlich jetzt total verkackt. Ja, dann ist es halt so. Ist zwar schade, aber wir haben mit denen sowieso nichts weiter zu tun. Man hat ja gesehen, die Krone ist jetzt weg. Also von daher haben wir jetzt mit denen nicht mehr viel am Hut. So, das Buch. So, jetzt haben wir eigentlich nichts Illegales mehr dabei. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Ich gehe jetzt mal nochmal nach Koroll. Beziehungsweise wir können ja auch nach Chardinal gehen direkt. Dann bin ich mal gespannt, ob die Wache uns da auch das Kopfgeld bezahlt oder ob die sagt, so, du bezahlst jetzt, du Arschloch. Also in Leia Wien müssen wir auf jeden Fall selber bezahlen. Mal gucken, ob jetzt eine Wache direkt auf uns zugestürmt kommt. Oder ob die sagt, nö, ist mir egal. Gehen wir mal zu dem hier. Hi. Halt. Alles klar. Bezahlen. Das ist das Prozedere. Wir gehen zum Schloss. Erst durchsuchen wir euch und konfiszieren alles an gestohlener Ware. Dann zahlt ihr eure Strafe und wir lassen euch frei. Ja, ja. Brauchst nicht so frech zu grinsen. So, was habt ihr mir jetzt alles abgenommen? Okay, meine Sachen habe ich alle noch. Zumindest ist das. Habe ich auch alles noch? Gut. Habe ich noch? Hier haben sie mir auch nichts abgenommen. Wunderbar. Also wir haben nach wie vor alles. Ruhm 100. Warum Ruhm 100? Höchstes Kopfgeld 200, ja. Ist ja auch mal interessant, die Statistiken mal zu sehen. Genau, ein abgeschlossenes Oblivion-Tor. Wir haben schon lange kein Tor mehr geschlossen. 1006 Stunden gewartet. Geschlafen 73. Alter. 3 Tage als Vampir. 23 Krankheiten haben wir uns schon zugezogen. Ja, Meister. Braucht ihr mich? Gut, dann haben wir uns von unserer Schuld freigekauft. Und können jetzt in aller Seelenruhe zur dunklen Bruderschaft zurückkehren. Oh, jetzt bin ich, glaube ich, auf der falschen Seite, ne? Ja. Wir müssen nochmal auf die andere Seite. Ich werde nochmal bei Gelegenheit die Kapelle besuchen. Vielleicht hat die ja noch einen schönen Zauber für uns. Ja, so ist das. Strafe abbezahlt, wir sind glimpflich davon gekommen. Aber dafür sind jetzt erstmal alle Daedra bis auf Hemeios Mora durch. Das haben wir also geschafft. Und die Quest war deutlich einfacher, als ich dachte. Also kann man zu Recht sagen, was? Und darauf kommst du nicht von alleine? Nee, dafür musste ich tatsächlich nachgucken. So traurig es klingt. Dafür musste ich tatsächlich gucken. So, dann bin ich mal gespannt, wo die dunkle Bruderschaft uns als nächstes hinschicken will. Das war echt ein ungewöhnlicher Auftrag. Mord vortäuschen. So, wo ist ein Vicente? Hier vorne. Ah, Mutier ist also entkommen. Gute Arbeit. Als Bezahlung überreiche ich euch dieses Amulett. Das Herz der Grausamkeit. Ihr werdet auch weiter befördert. Ich verleihe euch hiermit den Titel eines Eliminators. Geil. Euer Blut ist kalt und euer Herz wie Stein.
Ihr seid die Verkörperung von allem, wofür die dunkle Bruderschaft steht. Hiermit überreiche ich euch diesen Schlüssel. Damit öffnet ihr den Brunnen über uns, hinter dem verlassenen Haus. So erlangt ihr unerkannt und schnell Zutritt zu dieser Zuflucht. Vielen Dank. Na, ihr seid ja ehrgeizig, was? Ich fürchte, ich habe keine weiteren Aufträge für euch. Unsere Zusammenarbeit ist nun vorbei. Nein. Meldet euch stattdessen bei Ocheva, hier in der Zuflucht. Von jetzt an erhaltet ihr eure Aufträge von ihr. Sie wartet bereits auf euch. Okay. Bevor ihr geht, will ich noch auf ein Angebot zurückkommen, das ich euch vor einiger Zeit machte. Als Vampir kann ich meine Gabe nach meinem Gutdünken an andere weitergeben. Ihr habt mir gut gedient, und ich will nun die Gabe an euch weitergeben. Soll ich meine dunklen Kräfte nutzen und euch zu einem Vampir machen? Nein, danke, bitte nicht. Ja, ich verstehe eure Ängste. Schließlich geschieht es nicht alle Tage, dass man die Einladung erhält, sich den Reihen der Untoten anzuschließen. Solltet ihr jemals eure Meinung ändern, dann sorgt euch nicht. Mein Angebot gilt auf ewig. Kehrt einfach zurück und sprecht mich auf das dunkle Geschenk an. Und schon werden wir beginnen können. Ist übrigens normalerweise was ganz Besonderes, wenn Vampire dir auf freundlicher Basis, also wenn sie dich nicht als Nahrung ansehen, dir das anbieten. Okay. Weil, also ich habe ja wirklich viele Vampir-Sachen geguckt. Ich habe Underworld geguckt, ich habe Van Helsing geguckt von 2004, Bram Stoker, Dracula, Blade 1 bis 3 und so weiter und so weiter. Also da kenne ich mich so ein kleines bisschen aus. Und von John Carpenter, Vampire, habe ich auch geguckt. Also für die Vampire ist der Biss normalerweise was sehr Intimes. Na? Ah, seid gegrüßt. Hi. Ich habe euch erwartet. Wie Vicente euch sicherlich gesagt hat, werdet ihr nicht mehr für ihn arbeiten. Ja, das hat er uns gesagt. Von nun an werdet ihr eure Aufträge von mir erhalten. Euer nächster Auftrag ist sogar schon eingegangen. Nein. In der Kaiserstadt lebt ein Hochelf, dessen Leben ausgelöscht werden muss. Diese Person zu finden, könnte eine Herausforderung darstellen. Habt ihr Interesse? Ein Hochelf. Immer. Ich wusste, ihr würdet nicht widerstehen können. Euer Ziel ist ein Hochelf namens Felian. Er lebt irgendwo in der Kaiserstadt und mag lange Spaziergänge. Leider ist das alles, was wir wissen. Wir wissen nicht, in welchem Viertel er wohnt, noch welche Etablissements er aufsucht oder irgendetwas über seinen Tagesablauf. Hm. Bei diesem Auftrag ist etwas Detektivarbeit nötig. Ich schlage vor, ihr sprecht mit euren Brüdern und Schwestern und fragt, ob sie euch einen Rat geben können. Mhm. Ach ja, da ist noch etwas. Die Kaiserstadt ist auch das Zuhause eines Hauptmanns der Kaiserlichen Legion namens Adamus Philida. Wisst ihr, wer das ist? Nö, keine Ahnung. Hört gut zu! Philida hat sein Leben der Auslöschung der dunklen Bruderschaft gewidmet. Er wird unsere Tätigkeit in der Kaiserstadt nicht tolerieren. Wenn so etwas geschieht, macht er zumeist unser Leben sehr schwer. Geben wir dem guten Hauptmann keinen Grund, sich mehr mit unseren Angelegenheiten zu befassen. Ja. Wenn es möglich ist, beseitigt Felian irgendwo, wo es keiner bemerkt. In jedem Fall nicht im Freien. Wenn niemand in der Nähe ist, an einem sicheren Ort. In seinem Zuhause. Dann sieht es wie ein einfacher Mord aus. Philida wird nichts ahnen und ihr erhaltet einen netten Bonus. Geht jetzt, möge Sittis mit euch gehen. Das wird er. Hoffe ich doch. Ah, der einsame Wanderer. Es war aber schon klar, dass wir ihn nicht draußen ermorden sollten, weil das wäre ziemlich offensichtlich. Und außerdem ist das auch ziemlich schwer, weil viele Wachen rumlaufen. Während Felian durch die geht nun geschätzt. Ist das Vicente, der hier steht? Ja, das ist Vicente. Ich hoffe, ich kann behilflich eventuell sein. Die Elfen der Kaiserstadt bilden eine enge Gemeinschaft. Ich wette, einer von ihnen hat zumindest von Felian gehört.
Ihr solltet euch mal umhören. Schon mal ein guter Hinweis. Habe ich ja gleich im Volltreffer gelandet. Unwissend übrigens. Weil ich habe die, was die dunkle Bruderschaft angeht, ich habe nichts geguckt. Ich habe wirklich nur wegen Sanguin geguckt. Wegen nichts sonst. Weil ich würde trotzdem möglichst gerne selbst herausfinden, was Sache ist. Wieso hast du keine Krone? Hallo, liebste Schwester. Kann ich euch irgendwie helfen? Auftrag, bitte. Ich an eurer Stelle würde mal mit Felian reden, um mehr über ihn zu erfahren. Vielleicht könnt ihr ihn dann an einen verlassenen Ort locken. Dann, wenn ihr allein seid. Ihr wisst schon. Soll ich jetzt einen auf Sirene von Anvil machen, oder wie? Viel Glück, Schwester. Ich hoffe, dass ihr nicht getötet werdet. Ich will sagen, na, ihr wisst schon. Das sagst du übrigens auch, wenn man einen Kerl spielt. Ich weiß, was ihr denkt. Gogron ist zu groß, um zu schleichen. Tja, da habt ihr recht. Ich marschiere einfach los und haue meine Gegner in Stücke. Ha! Naja, er fällt mit seiner Rüstung nicht so sehr auf, wie wir mit unseren Rüstungen. Weil bei unseren Rüstungen kann man ja erkennen, dass das die dunkle Bruderschaft ist. Bei ihm eher nicht. Bei ihm kann es auch sein, dass er einfach nur als Söldner durchgeht. Genau das meine ich. Ihr tötet ihn aus der Nähe, Auge in Auge, und bekommt dennoch den Bonus. Ich wünschte, alle Aufträge wären so. Tja. Gute Jagd, meine Schwester. Danke. Oh, die sind alle auf sehr schwer. Okay. Wahrscheinlich brauchen wir dann einen Schlüssel oder was. Brief? Intrigant, ja. Wenn das nicht das neue Familienmitglied ist. Nur damit das klar ist, die Gebote erlauben es mir nicht, euch zu töten. Aber niemand kann mich zwingen, euch zu mögen. Hallo? Ich verkaufe euch nur deshalb Ausrüstung, weil Ocheva mich dazu zwingt. Diese Familie braucht keine Fremden. Hallo? Ah. Bei Sittis, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilung. Oh, du hast aber interessante Zauber, mein Freund. Ich glaube, die werde ich alle mal mitnehmen. Auch wenn das mir vielleicht... Ne, was? Mutter der Nacht Zärtlichkeit? Ich nehme die einfach mal mit. Das bringt vielleicht nicht viel, aber ich nehme sie trotzdem mal mit. Außerdem haben wir so viel Geld. Packt euren Kram und geht! Aber grinst mich an, weißt du? Das sind mir genau die richtigen, weißt du? Grinst mich vorne rum an und hinten rum. Übelriechender Affe! Ich bin ein Khajiit, ich mag dich nicht. Dann eben nicht. Oh. Etwas Skillbücher? Nö. Ah, meine ich doch. Einmal für euch zum Lesen. Die Bücher werde ich aber nicht mitnehmen. Ich lege sie einfach wieder rein. So. Wie es sich gehört. So, dann werden wir uns jetzt also mal auf den Weg machen zu unserem nächsten Auftrag. Da ist die Leiter. Sehr schön. Die Tür ist jetzt offen. Wunderbar. Ach, herrlich. Dann brauche ich nicht mehr ständig hin und her zu laufen wie so ein Besessener. Ich frage mich jetzt nur die ganze Zeit, welche Magiergilde hat Veränderung? Vielleicht Skingrad? Ich will jetzt erstmal die Federzauber haben. Geht aber gleich weiter mit der Quest, keine Sorge. Wir müssen hier in die Kaiserstadt. Habt ihr ja mitgekriegt, da ist die Magiergilde. Du. Einen. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Nee, das ist nicht das einzig Wahre. Lebt wohl. Du auch. Einen Wunsch. Was hast du für Zauber? Was darf ich euch anbieten? Nee, es ist jetzt auch nicht so das Einzige. Ich glaube, die haben Zerstörung. Kann das sein? Das bringt mir nicht sehr viel. Dann gucken wir nochmal in der Kapelle, ob da vielleicht noch Zauberpfeil geboten werden. Ansonsten werden wir gleich uns in Richtung Anvil begeben. Vielleicht haben die ja... Ihr habt die Hände eines Oh, vielen Dank. Eine Heilerin, bitte. Wir haben eine Frau als Charakter. Dürfen wir ja nicht vergessen. Hi! Was geht ab? Julianos, das ist der Schutzpatron, glaube ich, der Magiekundin. Ich bin Valandros Arbor. Ja, alles klar. Hast aber keine Zauber für mich, schäm dich. Was kann Hast du Zauber für mich? Ja.
Kann ich euch etwas von meinen Erstklassen... Sehr gut. Nehmen wir mit, auf jeden Fall. Was ist das? Bessere Erholung. Ich glaube, die haben alle irgendwie legendäre Wunden. Oh, das klingt gut. Das nehmen wir mal mit. 30 Punkte. Oh, das frisst auch entsprechend. Willenkraftfestigen nehmen wir auch mit. Stärkere Willenskraftfestigung nehmen wir auch mal mit. Überragende Erholung. Hm. Danke. Immerhin, hier sind wir fündig geworden, aber Zerstörung, sage ich schon. Hier haben die Zerstörung. Anvil, was hat der Anvil noch? Tut mir jetzt leid, wenn ich jetzt gerade eher so ein bisschen rumstreiß, so planlos. Wir machen gleich weiter mit der dunklen Bruderschaft, keine Sorge. Wir sind ja schon recht gut dabei, wir sind schon mit Vicente Valtieri durch. Jetzt schon. Also, mal gucken, wie weit wir kommen heute. Ist mir ein. Du hast leider keine Zauber. Auch ihr. Grüße. Du hattest, glaube ich, die Zauber hier, ne? Ja. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel. Das ist Wiederherstellung, was der hat, okay. Die Anvil-Gilde verkauft Wiederherstellung. Interessant. Lebt wohl. Okay. Also Skingrad Zerstörung. Anvil Wiederherstellung. Koroll ist Beschwörung. Bromar ist ja vernichtet worden. Die wird auch, glaube ich, nicht mehr aufgebaut. Die bleibt, glaube ich, auf ewig kaputt. Chardinal hat, glaube ich... Was hat Chardinal eigentlich? Ich glaube, Chardinal hat Illusion... Hat Chardinal Illusion oder was hat Chardinal? Ich weiß gerade gar nicht, was Chardinal hat. Ups. Nee. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, was Chardinal hat. Seit dem Überfall auf die Kapelle sind die Leute geneigt. Ja, das ist Knights of the Nine, das interessiert uns noch nicht. Ich weiß jetzt ehrlich gerade nicht, was Chardinal hat. Das ist irgendwo traurig. Ich gehe nochmal nach Braville, danach gehen wir in die Kaiserstadt. Okay? Machen wir das so. Wir haben ja immerhin schon zwei Quests so erledigt und eine Queste der dunklen Bruderschaft. Wir arbeiten gleich an der nächsten. Gut, Kapelle haben wir schon mal zwei Eigenschaften. Wir haben Stärke und wir haben Willenskraft. Das ist schon mal gut. Weil je mehr wir davon kriegen, desto unabhängiger sind wir von den Schreien. Aber das Ding ist, je mehr wir die dunkle Bruderschaft abgeschlossen kriegen, umso näher kommen wir der Diebesgilde und damit dann auch den Knights of the Nine und damit auch der Mainquest. Einen wunderschönen. Hast du einen Zauber? Nö. Hast du Zauber? Durch die Rückkehr. Ja, das kennen wir schon, das hatten wir schon. Ich hoffe, wir treffen einen. Hast du Zauber? Nö. Wiedersehen. Hast du Zauber? Einen wunderschönen. Nö. Schön. Gleichfalls. Ich frage jetzt alle erstmal durch, hast du Zauber? Hast du Zauber? Hast du Zauber? Ja, es ist schlimm. Wenn du etwas suchst und dann hat es nicht derjenige, den du aufsuchst. Furchtbar. Hier sind sogar zwei Betten, aber nee. Zweiter Stock, vielleicht hier noch jemand. Nee, hier ist auch keine. Drei Leute sind hier gerade mal. Ernsthaft? So wenige? Das ist jetzt aber nicht gerade das Gelbe vom Ei, ne? Scheint eine ziemlich kleine Magiergilde zu sein hier in Braville. Gruß euch. Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Klippe. Hm. Das enttäuscht mich jetzt, ehrlich gesagt. Gut, dann gehen wir jetzt in die Kaiserstadt. Dann machen wir jetzt erstmal die Mission. Für die dunkle Bruderschaft. Ich hätte gedacht, die hätten Federzauber. Aber irgendwie, nö. Irgendwie eher nicht. Besuchen wir doch mal eine Herberge erstmal. Vielleicht finden wir... Nö, die sieht recht leer aus. Ihr habt Hände wie ein... Was kann ich für euch tun? Seht euch vor. Gut, dann müssen wir wohl erstmal warten, bis hier so ein bisschen Betrieb herrscht. Außerdem, wo wir schon mal hier sind, können wir hier ja auch nochmal gucken nach Zaubern. Weil soweit ich weiß, gibt es den Discount-Zauber und dann gibt es noch den für teurere Zauber. Genau, die sind sogar gegenüber voneinander. Mystisches Warenhaus. Ach, da war doch die Tante, die Hallo. So teuer war, ne? Wie geht es euch heute?
Schönes Wort reinfallen, egal. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Außerdem Chirurgie. Passt das gerade, weil die Tante hat nämlich Dings, Lasttier. Ich glaube, das ist Meister, ne? Ich nehme das trotzdem schon mal mit. Passt ja, sie ist ja auch eine Hochelfe. Felian, sagt ihr? Oh ja, ich weiß, wer er ist. Ziemlich unangenehmer Zeitgenosse, um genau zu sein. Ich glaube, er lebt im Tiber Septim Hotel. Das liegt im Talosplatzbezirk, hier in Kaiserstadt. An eurer Stelle würde ich dort hier nachfahren. Hier in Kaiserstadt, ah ja. Auch ihr. Also die Kaiserstadt scheint keinen richtigen Namen zu haben. Weil der Name der Kaiserstadt wird nie so wirklich erwähnt. Es wird einfach nur Kaiserstadt genannt. Es ist einfach eine namenlose Stadt. Edgar Wout. Ja, ja, ja. Seht euch nur um. Nee, du hast nix. Danke, auf Wiedersehen. Ich will mir hier lange Dialoge ersparen. Wir haben hier viel zu tun. Viel zu tun und wenig Zeit. So. Tiber Septim Hotel, das haben wir hier. Ach, der ist oben direkt, okay. Bitte fahrt fort. Felian? Und ob ich den kenne? Ein richtiger Tagedieb ist das. Er wohnt hier und zwar mit seinem Schatz Atraena. Ich verstehe nicht, was das arme Mädel an dem findet. Atraena zahlt das Zimmer, ihr Essen, alles. Ich glaube, sie ist recht wohlhabend. Felian hatte früher auch mal Geld, war ein richtig feiner Herr. Doch das war, bevor er anfing mit dem, ihr wisst schon, Sko-Oma. Jetzt ist Felian fast nie da. Schätze, er gibt sich irgendwo Sko-Oma oder sucht in der Stadt danach. Jeden Abend kommt er zu Atraena, bleibt jedoch nur ein paar Stunden. Bei meiner Treu, wenn dieser Hochelf so weitermacht, hat er bald ausgespielt. Oh ja. Ehrlich gesagt würde ich sogar vermuten, dass sie die Freundin oder die Frau diejenige ist, die den Kontrakt gestellt hat. Könnte ich mir richtig vorstellen, weil sie die Schnauze voll davon hat. Irgendwie kann ich mir das richtig gut vorstellen. Frag mich nicht, wie ich darauf komme, aber ich kann es mir richtig gut vorstellen, irgendwie. Oh, mein Felian. Warum musst du unser Leben ruinieren? Hallo? Die rennt einfach weg. Ich tue ihr doch nichts. Wo wollen Sie hin, junge Frau? Wo ist sie denn jetzt? Wahrscheinlich ist sie unten. Nee, die ist irgendwo im Zimmer. Was soll denn der Scheiß? Sag nicht, der hat sich in den Boden gebackt. Mach keinen Scheiß. Das wäre das Beschisseste, was passieren kann. Fraktionsquest und dann hat sich derjenige, den du... Oh mein Gott. Warum musst du unser Leben ruinieren? Ja, meine Dame? Wie kann ich euch behilflich sein? Bitte, ich will euch nicht belasten, aber ich denke, ich kann euch vertrauen. Ich weiß einfach nicht, was ich mit Felian machen soll. Das Einzige, was ihm wichtig ist, ist Sko-Oma. Er war so ein hübscher junger Mann, aber er hat alles verloren. Sein Aussehen, sein Geld, seine Selbstachtung. Ich bin ihm ein paar Mal gefolgt, um zu sehen, wo er hingeht. Er durchstreift die Stadt nach Sko-Oma und geht dann für diverse Stunden zu Lorkmirs Haus. Mhm. Das ist im Elfengartenbezirk. Ich glaube, das Haus ist verlassen. Deshalb geht er dorthin, um dem Leben zu entfliehen und sein Sko-Oma zu nehmen. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ihr seid ein guter Freund. Ich hoffe nur, dass sich mein Felian wieder fängt. Sonst bringt ihn dieses schreckliche Sko-Oma noch um. Oh ja, und das schneller als du denkst. Lebt wohl. Ah, wie geil, ey. Schön in die Wand gebackt, ey. Aber sie konnte uns trotzdem helfen, das ist gut. Lorkmir, den kennen wir doch auch. Das war doch der Grabschänder. Wo ich doch damals Schwierigkeiten hatte, anfangs in sein scheiß Haus zu kommen. Den haben wir doch. Ja, 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 stimmt. Der meinte uns doch noch eine fette Falle stellen zu müssen, in der Hoffnung, dass er uns so liquidieren kann. Und dann haben wir ihn liquidiert stattdessen. Ja, ich erinnere mich. Okay, vorne gibt es auch einen Zugang. Ich nehme lieber den Hintereingang.
Den hatten wir ja schon mal genommen. Ich weiß was. Irgendwie... Hier ist keine Tür. Sag mal, bin ich jetzt blöd? Ist er heimlich umgezogen? Vor allem, ich darf die Tür legal öffnen. Also da ist kein Anzeichen von wegen, dass die Tür illegal geöffnet wird. Die ist nicht rot markiert. Normalerweise sind die Sachen ja immer rot markiert, wenn die illegal sind. Da liegt auf jeden Fall Skoma rum. Sieht man an den kleinen Fläschchen. Lock mir das Privatgemächer. Da hat er sich echt hier häuslich eingerichtet. Aber er ist nicht hier, er ist unten. Oh nein, sag nicht, dass der ist genauso verbuggt wie seine Frau. Oder Freundin oder wie auch immer. Ich warte mal hier. Vielleicht kommt er ja noch. Wir warten mal hier. Vielleicht kommt er ja gleich. Siehste? Wie unruhig er einfach ist. Zu Recht. Filian ist tot. Ich tötete ihn in Lorkmirs Haus. Ein sicherer Ort ohne Zeugen. Ich muss jetzt zur Zuflucht zurückkehren, mit Ocheva sprechen und meine Belohnung und Bonus empfangen. Sehr gut. Jo, jo, jo. Vielen Dank. Auch wenn es nicht viel ist, aber trotzdem. Vielen Dank. Hi. Ist eine gute Gelegenheit, dann nochmal einen Chardinal zu gucken in der Magiergilde. Ich bin mir verdammt nochmal nicht sicher, was die Magiergilde hat. Unglaublich, aber wahr. Entweder Veränderung oder Illusion. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn das nämlich Illusion ist, dann ist Leia Wien die Stadt, die Illusion, die Veränderung hat. So, erstmal zur Magiergilde. Den da muss ich auch schon ein bisschen suchen, um die überhaupt zu finden. Ja. Ist mir ein Vergnügen. Danke gleichfalls. Die kann mir nicht helfen. Die ist Alchemistin. Die trinkt gerade ihr eigenes Zeug. Wie? Ich bin dran. In Hammerfell mögen wir Zauberer nicht. Ja, das besonders. Wissen wir doch schon. Meine Familie hieß meinen Berufswunsch. Ich gebe zu. Das, ich das hab, wissen wir doch schon. Falsch, die Überreste oder nicht? Oder habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel. Er hat Veränderung, nicht. Aber nicht die Veränderung, die ich brauche. Lebt wohl. Das wissen wir doch alles schon. Das hat er uns doch schon mal erzählt, oder nicht? Warum erzählt er uns das nochmal? Hä? Wiedersehen. Bin ich jetzt blöd? Das hat er uns doch schon mal erzählt. Ich hoffe. Freunde, bin ich jetzt gerade auf den Kopf gefallen? Er hat uns... Hä? Das hat er uns doch alle schon mal erzählt, oder nicht? Wieso erzählt er uns das nochmal? Ist mir ein Ver... Ich bin jetzt felsenfest sicher, dass er uns das schon mal erzählt hat. Warum erzählt er uns das jetzt nochmal? War mir ein Vergnügen mit... Schönen Tag. Super. Die haben zwar Veränderungen, aber nicht die Veränderung, die ich suche. Toll. Super. Also bleibt nur noch die geheime Universität. Na gut, egal. Dann machen wir jetzt weiter mit der dunklen Bruderschaft. Das ist ja blöd. Dann muss ich tatsächlich bei der geheimen Uni gucken. Uff. Mensch, wir können locker übers Wasser springen. Wie geil ist das denn? Aber man muss sagen, Chardinal hat hübsche Häuser. Ich höre, ihr wisst euch in leichter Rüstung. Na klar. Das kann ich gut. So, rein mit dir, Aurelia. Damit deine Infamie noch weiter in die Höhe geht. Es füllt mein Herz mit Freude, euch wiederzusehen, Schwester. Ach, mein lieber Freund, darf ich Ihnen ein wenig Zeit stehlen? Ich habe ein etwas heikles Problem, bei dem ihr mir vielleicht helfen könntet. Es ist etwas Persönliches, das keinen Einfluss auf euer Ansehen in der dunklen Bruderschaft haben wird. Möchtet ihr mehr hören? Erzähl, was ist los? Eure Entscheidung findet meine volle Zustimmung. Jetzt zu den Einzelheiten. Weit im Süden. Am südlichen Ende von Cyrodiil befindet sich ein Sumpf mit dem Namen Brackwasser. Mhm.
In diesem Sumpf versteckt sich eine argonische Schattenschuppe namens Narbenschwanz. Tötet diesen Abtrünnigen und bringt mir zum Beweis eurer Tat sein Herz. Mhm. Okay.